Hi, ich grüße euch bei mir zu Hause. Ich bin ein bisschen in Eile. Morgen früh muss ich an der Donau sein. Es steht wieder ein großer Waller-Workshop an. Viele, viele Angler da unten warten auf uns jetzt schon und freuen sich auf ein geiles Wochenende an einem der bekanntesten Gewässer oder Flüsse Deutschlands. Der Workshop findet wieder in Zusammenarbeit mit dem Angelcenter Nordschwaben statt. Und ich habe jetzt hier ein bisschen Stress, denn bei mir zu Hause sieht es aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Ich habe nicht nur Stress, weil ich jetzt das ganze Angelzeug, das ganze Workshop-Zeug noch packen muss, sondern ich habe auch ein bisschen Stress mit meiner Freundin, weil die sagt, und da hat sie, glaube ich, auch recht, wenn wir uns das hier mal so alles so angucken, wie es hier aussieht, die Garage, gehen wir gleich mal rein. Ja, weil die sagt, Stefan, du musst ein bisschen Ordnung halten. Hier zu Hause sieht es aus wie bei den Hottentotten. Überall liegt Angelzeug rum. Ich sage halt, das ist ganz normal, wenn man viel angelt. Man kann ja nicht immer alles gleich wieder aufräumen. Man legt es halt dann irgendwo hin und benutzt es dann wieder, wenn man es wieder braucht. Ich gehe jetzt erstmal ins Auto, denn mein erster Schritt jetzt wird sein, das Schlauchboot in meinen Bulli dann zu packen. Und ich glaube, im Auto sieht es auch nicht besser aus. Hier liegt noch mein ganzes Hechtzeug drin. Ich war ja kürzlich in Holland. Den Film habt ihr ja bereits auf meinem Kanal gesehen. Und ja, was soll ich sagen? Alles halt hier reingepfeffert nach dem Angeln. Dafür ist ein Bus wirklich praktisch. Man kann einen Haufen Zeug reinschmeißen, ohne dass man es eine Zeit lang wiederfindet. Ganz wichtig, Bifi muss mit. Schokolade liegt da noch drin rum. Schuhe, Rettungsweste, Ruten, Klamotten, ein Kopfkissen, wenn es mal wieder länger dauert. Naja, das hier alles erst raus und dann wird neu gepackt. Und jetzt gehen wir noch mal kurz in die Garage. Ich glaube, da wird mich auch der Schlag treffen. Sesam, öffne dich. Na, ich finde, das geht. So schlimm sieht es hier gar nicht aus. Heieieiei. Ja, aber das hat man davon, wenn man nicht Ordnung hält und immer nach dem Angeltrip alles gleich ordnungsgemäß verräumt, sieht es irgendwann aus, wie wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Aber ich bin ja das Chaos gewohnt. Ich finde mich im Chaos zurecht. Und dauert jetzt ein paar Stunden und dann ist das Waller-Tackle für den Workshop gepackt, das Hechtzeug wieder verpackt und dann sind wir doch bester Dinge, dass das was wird. Als erstes muss ich auf jeden Fall in dem Revier, wo wir an der Donau unterwegs sind, dürfen wir keinen Verbrennungsmotor einpacken. Also muss ich als erstes jetzt mal meine ganzen Batterien laden. Ich brauche auf jeden Fall eine Batterie, um meine Kamera, Drohne, elektronische Sachen, Laptop zu laden und dann brauche ich noch eine große Lithium-Batterie für den E-Motor und dann packen wir die Routen ein, unsere Vorfächer, Kleinteile, ich habe ja viele Neuheiten jetzt schon am Start, die alle darauf warten, eingesetzt zu werden. Hier liegt so ein Ding, das muss ich auf jeden Fall mitnehmen, ganz, ganz wichtig, unser neuer Deadbait-Puncher, was das genau ist. Viele kennen es ja von Begriffe, endlich ist es auf dem Markt, zeige ich euch aber dann morgen am Wasser. Und hier die umweltfreundlichen Kork-Auftriebs-Sticks für die Deadbaits. Und dann sind noch Pakete gekommen, einiges an Post, da gucken wir gleich rein. Dann machen wir ein Unboxing. Ist ja für mich auch immer wie Weihnachten, wenn irgendwelche Pakete kommen. Hier steht auch noch ein Paket rum. Da muss ich auch mal reingucken, hat meine Freundin bestimmt einfach so hier hingestellt, weil ich nicht da war. Und hier hinten liegen auch noch zwei fette Pakete. Und jetzt fangen wir mal an, die Akkus zu laden. Denn Saft ist wichtig. Ohne Power gibt es keine Fische. Hier ist ganz schön Material drin. Ich glaube, das packen wir erst morgen früh aus. Da könnt ihr gespannt sein. Das ist nämlich für den Angelladen, bringe ich den mit.
Und das andere Paket packen wir gleich aus. So, jetzt räume ich erstmal meine Hechtsachen aus dem Bulli raus, die Wallersachen rein. Da braucht ihr jetzt nicht dabei zu sein bei der Chaosbewältigung. Das werde ich aufräumen. Ich habe es ja auch verursacht. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir das eine Paket aufmachen. Das habe ich euch noch versprochen. Da bin ich selber gespannt, was da drin ist. Ich kann es schon so ein bisschen vermuten. Und dann sehen wir uns natürlich spätestens morgen früh auf dem Weg ans Wasser. Das sind so 3-4 Stunden Fahrt für mich bis nach Nordschwaben, zum Angelcenter Nordschwaben an die Donau. Und da bin ich wirklich gespannt, was jetzt im Herbst dieser große Fluss für uns bereithalten wird. Ob wir Fische fangen, was wir für Wasserbedingungen haben. Ist immer wieder geil, so ein Abenteuer in Deutschland zusammen mit anderen verrückten Wallerangeln zu meistern. So, gefühlte 3 Stunden später, es wird jetzt gleich dunkel, es ist glaube ich kurz vor 8, ist das Chaos behoben. Auto ist gepackt. Wirklich super ist, dass in mein Bulli mein Mischenkräft reingeht. Hat eine Länge von 3,30. Also ich muss nur die Seitenkammern ablassen und dann kann ich es komplett reinschieben. Obendrauf habe ich das ganze Angeltackle jetzt geschmissen. Alles drin. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Flügel-U-Posen, ganz wichtig an der Donau. Deadbait-Systeme, die neuen Tannenbaum-U-Posen, Haken, Vorfächer, die 2 Überraschungspakete da hinten. Das erfahrt ihr morgen früh im Angelladen, was da drin ist. Aber ihr könnt ja schon mal in die Kommentare reintickern, was ihr glaubt, was es ist. Und wer es erraten sollte als Erster, der bekommt von mir einen coolen Preis. Das ist doch fair, oder? Genau, erratet mal, was da hinten in diesem Unboxing drin sein könnte. Es ist wichtig für uns Welsangler. Es ist ein ganz cooles Produkt. Und ja, viel Spaß beim Raten. Und jetzt habe ich ja noch euch ein anderes Unboxing versprochen. Die Garage habe ich nicht ganz geschafft. Naja, ich mache sie am besten schnell zu. Dann merkt es meine Freundin auch nicht. Und hier stehen auch noch ein paar Sachen, aber nicht mehr so viele. Aber das wird auf jeden Fall jetzt alles noch in aller Ruhe, bis die Herbstsaison in Italien eingeleitet wird, aufgeräumt. So. Ein Unboxing, ein Paket auspacken, habe ich euch hier noch versprochen. Ich könnte mir vorstellen, was da drin ist. Schauen wir mal rein. Da ist der Karton. Was steht drauf? Naturerlebnis, Fliegenfischen und Outdoor. Piavets. Wisst bestimmt, welcher Händler das ist. Und jetzt machen wir es mal ganz einfach, wie ein kleines Kind an Weihnachten. Mega. Der neue Teddy Hoodie von J.F. Anderson. Freue ich mich. Ich habe den bei Facebook, bei denen auf der Werbung gesehen und habe gesagt, jetzt wo es kalt wird oder frisch abends, mega passt, wie angegossen. Coole Kapuze. Kann man auch mit ins Bettchen gehen, in Schlafsack und cool pennen. Cooles Grün, hat so einen Teddy-Stoff. Da freue ich mich drüber. Den werde ich auf jeden Fall gleich mal einpacken und mit an die Donau nehmen. XXL, alter Vater. Hätten meine Eltern gedacht, dass ich mal so groß und, na, dick bin ich ja nicht, ne? Aber so groß werde, hätten sie mir bestimmt was anderes zu essen gegeben. Cooles Teil. Coole Farbe. Schön dezentes Logo hier vorne drin. Gibt es in Blau und in dem Grün. In dem Grün gefällt er mir hier zum Angeln am besten. Ein schöner, fließiger, flauschiger Stoff. Der geht auf jeden Fall mit an die Donau. Und wir sehen uns morgen früh auf der Bahn
erzähle ich euch noch ein bisschen was zu meinen Walla-Workshops und wünsche euch auf diesem Wege einen schönen Abend. Räumt euren Angelkeller zu Hause auf, denn dann geht es nächste Mal schneller, wenn ihr los wollt. Bei mir hat es jetzt echt gedauert, aber ich denke, ich habe alles dabei. Schönen Abend, bis morgen früh auf der Bahn. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich bin schon eine Zeit lang unterwegs. Wir haben mittlerweile 10 Uhr. Hock schon 2 Stunden im Auto, bin früh aufgestanden, habe noch den Rest eingepackt, den wir an der Donau jetzt benötigen. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Angelcenter Nordschwaben. Dort im Laden werden wir die Workshop-Teilnehmer in Empfang nehmen und dann geht es direkt ans Wasser, an die Donau, die direkt vor den Füßen, vor den Toren des Angelcenters vorbeifließt. Es ist eine Privatstrecke, also eine Vereinsstrecke ohne Schifffahrt. So viel Infos habe ich. Und dort werden wir jetzt 2 Tage lang, ich glaube mit 26 Workshop-Teilnehmern, versuchen, einen Wels zu fangen. Ich bin mega gespannt. Ist immer eine ganz tolle Sache. Hier in Deutschland haben wir ja mega coole Gewässer, zusammen mit anderen Welsanglern so ein schönes Wochenende beim Angeln zu verbringen, den Leuten ein paar Sachen beizubringen oder einfach auch mit den Leuten zusammenzusitzen und einfach mal zu schnacken über Gott, die Welt und die Mädels. Dieser Workshop jetzt wird der letzte für das Jahr 2019 sein. Es geht dann wieder für mich für längere Zeit nach Italien zum Angeln. Der Herbst steht vor der Tür und für nächstes Jahr sind schon sehr, sehr viele Workshops geplant. Also dieses Projekt kommt mega, mega gut an bei euch. Vielen Dank auf diesem Wege mal dafür. Für nächstes Jahr stehen schon Workshops in Zusammenarbeit mit Herrieden, mit der Angelzentrale Herrieden fest, mit dem Angelcenter Passau, mit dem Angelcenter Straubing, mit dem Angelcenter Nordschwaben, ist auch schon wieder in Planung für nächstes Jahr. Und dann sind noch einzelne private Anfragen bereits bei mir eingegangen von Angelvereinen oder Interessengruppen. Da bin ich jetzt gerade an der Planung für 2020, was wir da alles realisieren können. Also wenn ihr selber Bock habt, mal an so einem Workshop teilzunehmen, es gibt mehrere Termine jetzt schon, die für nächstes Jahr feststehen. Oder ihr könnt euch auch bei mir melden, wenn ihr eine Interessengruppe oder ein Angelverein seid und einfach was planen. Dann können wir an euer Gewässer kommen, das Workshop-Team. Das besteht ja immer aus mehreren Anglern aus dem Blackhead-Team und meiner Wenigkeit. Und wir verbringen dann mit euch ein geiles Wochenende an dem Gewässer eurer Wahl. Ich habe jetzt noch gute 2 Stunden Autofahrt vor mir. Ich werde so gegen 12 Uhr heute Mittag im Laden ankommen. Das ist auch gut von der Zeit. Werde dann die Workshop-Teilnehmer, also die Gäste, begrüßen. Und dann fahren wir auf direkten Wege ans Wasser, an die Donau. Dann werde ich euch mal die Strecke zeigen und euch natürlich auch nicht vorenthalten, all denen, die jetzt selber nicht dabei sein können beim Workshop, wie wir vorgehen und welche Techniken wir anwenden, welche Materialien zum Einsatz kommen beim Versuch, einen Donauwaller in diesem Gebiet, im Gebiet rund um Nordschwaben, ans Band zu bekommen. Aber jetzt geht es erstmal in den Angelladen, dort sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind endlich angekommen. Was eine Fahrt. Überall Baustellen. Ich bin jetzt fast 1 Stunde über Land gefahren. Ein bisschen verspätet, 12:30. Aber die mich kennen, wissen, dass ich nie so richtig der Pünktlichste war. Nee, aber ich habe mir Mühe gegeben. Aber jetzt sind wir angekommen im Angelcenter Nordschwaben. Da stehen schon ein paar Leute am Eingang. Da sagen wir jetzt mal Hallo und dann gehen wir mal rein. Servus. 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 So, da sind wir an den Heiligen Hallen. Gucken, ob ich jemanden sehe. Ah, da ist ein bekanntes Gesicht. Den kennen einige. Der Juniorchef, der Tobi, ist da. Richard ist unterwegs. Ist unterwegs, kommt später nach. Schaffe, schaffe, schaffe. Und ich habe euch ja noch versprochen, dass wir noch ein kleines Unboxing machen. Ich habe die Spezialpakete für euch dabei. Ihr solltet ja erraten, was drin ist. Jetzt habt ihr noch Zeit,
in die Kommentare zu posten. Ich suche mir jetzt mal jemanden, der mir beim Ausladen hilft. Und dann öffnen wir mal die Box. Martin, kannst du mir helfen? Kurz was aus dem Auto holen? Jawohl, geh mit. Ich habe mich gestern in der Garage verhoben, jetzt muss Martin das tragen. Und? Habt ihr schon eine Idee, was da drin sein könnte? Wir machen es jetzt gleich auf. Wohin? Gehen wir gleich hinter. So, hier ist eins der beiden Pakete, das andere ist noch im Auto. Und wir machen es wieder ganz spannend, wie ein kleines Kind zu Weihnachten, so wie ich gestern das erste Paket aufgerissen habe. Wir reißen das hier auf. Und, was denkt ihr, was drin ist? Tada! Die Stefan Seuss Spezialwelsrutenhalter. Der Angelsender Nordschwaben hat mich gebeten, ganz, ganz dringend wieder welche mitzubringen, weil die sind ja ausverkauft. Und ich habe jetzt noch mal auf die Schnelle 30 Stück organisieren können. Die habe ich dabei. Vielen Dank mal auf diesem Weg an euch alle für das enorme Interesse an meinem Rutenhalter. Ist ja mittlerweile in 5, 6 großen Angelläden exklusiv in Deutschland erhältlich. Mega Teil, ein mega Preis, absolut ohne Schnickschnack das Teil. Da gibt es ja immer wieder ein paar Nörgler. Normalerweise lässt mich das komplett kalt, aber es verunsichert manchmal andere Wallerangler, die sagen, ein Rutenhalter taugt nur was, wenn da hinten eine Rückschlagsicherung dran ist. Das stimmt auch, aber nur bei Rutenhaltermodellen, die hier eine viel zu kurze Aufnahme haben. Bei dem durchdachten Rutenhalter mit dieser Aufnahmelänge hier, bei meinem Spezialrutenhalter, braucht ihr keine Rückschlagsicherung. An diesem Teil aus Voll-Edelstahl geht nie was kaputt. Ich angel dieses Ding viele, viele Jahre und das ist der beste Beweis, dass ihr hier auf jeden Fall ein Produkt habt, was euch viele, viele Jahre, wahrscheinlich bis an euer Lebensende, am Wasser begleiten wird. Denn das Einzige, was einem Rutenhalter in diesem Material kaputt gehen kann, ist irgendwann die Rückschlagsicherung. Denn diese Teile sind dafür gemacht, richtig mit dem Hammer, egal bei welchen Bodenverhältnissen, drauf zu ballern. Und was passiert mit einer Rückschlagsicherung, die hier hinten dran gehangen ist über eine Schraube? Die wird irgendwann verbiegen, lässt sich nicht mehr richtig schließen. Aber darüber brauchen wir hier nicht diskutieren, denn bei meinem Rutenhalter ist die Rückschlagsicherung absolut fehl am Platz. Überzeugt euch selbst von dem Teil. Und viele, viele Leute, ich glaube, also absoluter Wahnsinn, seit der Markteinführung im Frühjahr haben wir über 400 Stück von diesen Teilen in ganz Deutschland und über die Grenzen hinaus verkauft. Und die Resonanz und das Feedback der Kunden war durchweg positiv. Die Jungs sind mega begeistert und das freut mich auf jeden Fall auch. Und für die, die gerne einen haben möchten noch, bei meinen Werbepartnern auf meinem YouTube-Kanal, die haben sie alle vorrätig, noch ein paar Läden mehr. Und auf jeden Fall der Angelcenter Nordschwaben hat jetzt wieder 30 neue. Ich glaube, da ist schon ein guter Anteil von vorbestellt, schon weg, aber ein paar werden auf jeden Fall übrig bleiben. Seid also schnell. So, jetzt habe ich genug Werbung gemacht. Jetzt gehe ich noch mal kurz zum Tobi, fragen, was es Neues gibt, fragen ein bisschen aus über das Revier, über das Gebiet, wo wir jetzt angeln werden beim Workshop. Und dann geht es direkt ans Wasser. Das Wetter ist geil, vielleicht wirklich das letzte schöne Herbstwochenende. Bin gespannt, was die Waller dazu sagen. Wir gehen an die Donau. Letztes Mal waren wir an der Wörnitz. Ne? Vor zwei Jahren waren wir an der Wörnitz. Letztes Jahr waren wir an der Donau. Wir haben bei jedem Workshop bis jetzt hier in dem Gebiet Welse gefangen. Die anderen beiden Teile, Workshop Wörnitz und Workshop Donau in Zusammenarbeit mit dem Angelcenter Nordschwaben, seht ihr auf meinem YouTube-Kanal. Und jetzt gehen wir ein ganz anderes Stück. Wieder an die Donau, okay. Neues Revier, schöne Außenkurven. Schifffahrt? Schifffahrt erlaubt.
Aber nur im kleinen Bereich. Also keine Berufsschifffahrt, keine großen Schiffe. Nein. Okay, okay. Das ist schon alles erlaubt. Schlauchboot dürfen wir aber einsetzen, ja, aktiv angeln und auslegen. Alles okay. In Ordnung, ja. Starke Strömung oder? Nee, eher wegen ruhigerer Bereich. Okay, das ist auf jeden Fall auch interessant. Das letzte Mal in Passau hatten wir ja richtig Zug auf dem Bach und jetzt wird es ruhiger. Naja, schauen wir mal. Nur 2-3 km/h, 3-4. Die einheimischen Wallerangler fangen die? Fangen gut, aber in Klopfen immer wieder. Okay. Vorletzte Nacht ist wieder gefangen worden. Okay. Also sind da. Hört sich ja schon mal spannend an. Wir gehen noch mal kurz durch den Laden. Gibt es hier irgendwas Neues? Ist ja ein Riesenshop. Den Laden habe ich schon mal ausführlich vorgestellt. Ich zeige euch, glaube ich, mal diese riesige Blackhead-Wand, den Wallerbereich. Da sind die Jungs richtig weit vorne. Ja. Kommt mal mit. Den hier kenne ich noch. Da war ich dabei. Das war in Italien, ja. So klein ist die Welt, ja. Krasses Teil, war eine verrückte Nacht, wurde direkt vom Steg aus gefangen. Cool, schöne Röhre. Ah ja, ist ja Wahnsinn. Cool, ja, das freut mich. Und die Kunden wird es auch freuen, ist ja alles wirklich da, mega geil sortiert. Wirklich alles da, was das Herz begehrt. Und jetzt kommen ja auch viele, viele Neuheiten. Ein paar davon werde ich euch jetzt auch beim Workshop am Wasser zeigen. Unter anderem unser neues Deadbait-System, den Deadbait-Puncher, womit ihr ganz einfach und schnell eure toten Köderfische zu neuem Leben erwecken könnt. Ein paar neue U-Posen, unser neues Taschenprogramm, unser Boxenprogramm. Das werdet ihr aber alle in sehr, sehr naher Zukunft hier auch vorrätig finden. Es ist ja gerade unser neuer Katalog online rausgekommen. Ja. Ich würde sagen, wir haben genug geschnackt, gute Geschäfte, einen schönen Freitagnachmittag hier im Laden. Ja, genau. Wir gehen jetzt direkt ans Wasser angeln. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Wir sind am Ort des Geschehens angekommen. Wir haben die Teilnehmer schon mal ein bisschen verteilt. Hier sind es gerade mal hoch auf den Damm, weil hier hinten kommt die Donau. Ein Team ist schon seit gestern da. Und die anderen sind gerade alle am Aufbauen. Das ist unsere Workshop-Strecke hier. Sieht doch schon mal richtig gut hier aus. Und das Wetter spielt definitiv auch mit. Ja, das wird doch geil, oder? Jetzt treffen wir uns gleich mit den ganzen Teilnehmern, bereiten die Montagen vor. Und dann geht's ans Auslegen. Schock im Arsch. Das ist ja kaputt. Hau doch mal drauf. Jetzt langt's. Und da seht ihr den kleinen, aber feinen Unterschied zwischen qualitativ hochwertigen Rutenhaltern. Jetzt lagst du mal meinen rein, komm. Kannst du selber da einkloppen. Hier haben sie sich schon so einen Schutz oben dran gemacht, damit er nicht komplett verhöhlt. Christoph, schlag mal meinen rein. Guck mal. Da freut sich die Kamera. Ja, das meine ich damit.
Hier ist ein vernünftiger Rutenhalter. Und da werdet ihr jetzt sehen, wenn wir den hier reinballern in das steinige Donauufer, passiert da gar nichts. Nee. Jetzt werden wir noch zweimal auf die Fingerschläge. Der hält auf jeden Fall euer Leben lang. So, und jetzt geht es ans Auspacken vom ganzen Material hier. Jetzt geht es wieder einen Damm runter. Und jetzt muss Schlauchboot ins Wasser, E-Motor drauf. Ja, das ganze Chaos, was ich gestern zu Hause eingepackt habe, wird jetzt vorbereitet für den Workshop hier an der Donau. Sind im Wasser und jetzt kann es losgehen. Wir haben 15 Uhr, sind gute Zeit. Die meisten Jungs haben ihre Camps aufgebaut. Jetzt machen wir noch ein bisschen Montagekunde, bereiten alles vor und dann beginnen wir mit dem Auslegen. Wir haben hier relativ wenig Strömung, deswegen tendieren wir hier zur aufgepoppten Taubermontage. Ich zeige euch jetzt, wie man die bindet. Ihr nehmt einen Drilling in entsprechender Größe, so 2,0 ungefähr. Nehmt die monofile Schnur. Das ist alles, was ich hab da. Genau, das schaut doch gut aus. Schneiden wir uns da ein Stück runter. 3 cm aus. Wir werden hauptsächlich auf die Wurm-Pop-Up-Montage hier setzen. Die Strömung der Donau ist in diesem Bereich hier sehr, sehr langsam, also wieder ein komplett anderes Gewässer als in Passau an der Donau. Und wir werden die X-Strong Flügel-U-Posen einsetzen. Ich denke, dass die trotzdem ein bisschen anfangen zu drehen und vertraue dabei aber auch auf das Glow in the Dark, also auf eine grelle Farbe hier vom Köder bei dem relativ klaren Wasser in Verbindung mit einem Tauwurmbündel. Das sollte doch funktionieren. Man schiebt den Schlauch so, also durch bis ganz nach vorn oder zumindest so weit, dass alle Wicklungen anständig überdeckt sind und lässt den Schlauch ein bisschen länger übers Öhr draufstehen, dass den Austrittswinkel da wirklich einigermaßen gerade hat. Auf die Art und Weise könnt ihr euch diesen Abstand festlegen. Wir starten jetzt mit dem Auslegen für die Workshop-Teilnehmer in zwei Teams. Im oberen Donaubereich lege ich zusammen mit Martin, den ihr gerade im Hintergrund fahren seht. Ein Stück weiter unten, flussab gesehen, ist Benny und Jürgen am Werkeln. Und wenn wir jetzt Gas geben, sind wir auf jeden Fall bis zur Dunkelheit fertig. Hier ist eine schöne Kante drin. Sieht ja geil aus. Flo hat sich jetzt ein richtig schönes, saftiges Tauwurmbündel bestückt. Jetzt kommt noch ein bisschen von unserem Magic Spray drauf. Thank you.
Wir fahren jetzt diese krasse abfallende Kante. Seht ihr hier, es geht auf 6 Meter runter von 2 Meter Wassertiefe, langsam wieder hoch. Und da genau kommt das Tauwurmbündel, die Tauwurm-Pop-Up-Montage rein. Die erste Rute sitzt richtig schön in der aufsteigenden Kante. Bei 3,5 Meter haben wir sie abgelegt. Auf 5 Meter geht es runter und auf 2 Meter geht es hoch. Ich denke, das ist doch hier ein toller Spot. Die zweite Rute von Stefan haben wir auch in die äußere Kante gelegt. Die nächste werden wir jetzt ein bisschen kürzer legen. So können wir natürlich super bei diesen Workshops mit den ganzen Teilnehmern variieren und testen, was am besten läuft. Bei der zweiten Route von Stefan haben wir so ein Doppeldeckersystem gebaut, also auch ein Aufpoppsystem, wo die Köder, wo die U-Pose direkt unterm Drilling sitzen, das ganze System aufpoppt und zwei Drillinge ineinander geschaltet, die schön saftig mit Tauwürmern vollgehangen, um dadurch Fehlbisse oder Attacken kleinerer Welse zu vermeiden und auch diese haken zu können. Fremde, ahoi. Seid ihr Fremde? Ja, Pullover vom Stefan. Noch nicht. Rosa Bändchen. Hebt die Boje hoch und beiß mal rein. Komm rein, Jonas. Das schaffst du. Super, sauber. Ja, die jungen Angler, der Jonas hier, die steigen schon geübter in so ein Schlauchboot ein als so manch alter Hase. Die meisten alten Angler, die springen da vorne drauf, das mich hier fast hinten raus katapultiert. Aber der Jonas, der hat da Gefühl drin. Und jetzt legen wir mit Jonas. Was legst du aus, Jonas? Wurm. Mit Steinmontage? Ja. Zeig mal, was du gebaut hast. Und hinten dran? Das Vorfach. Gib's mal hoch, das Vorfach. Stein kannst du wieder runterlegen. Das sieht doch lecker aus, oder? Ja. Ja? Ja. Ja. Die anderen Ruten wurden jetzt fast alle an der tiefen Kante abgelegt. Ein paar Routen werden wir jetzt hier auch im Flachwasserbereich ablegen. Flachwasser ist relativ, sind so 2,5 Meter und wir haben hier mitten in der Donau auf der flachen Seite ein richtig großes Krautfeld. Und Krautfelder im Fluss sind immer Anziehungspunkte für Futterfische. Da wird der Räuber nicht weit sein und da probieren wir jetzt auf jeden Fall eine abzulegen.
Wir überfahren jetzt das Krautfeld hier. Hier im Hintergrund seht ihr das und wir legen es genau hinten dran. Verschwindet die Schnur schön im Kraut. Der Köder liegt hier vorne dran, dann im freien Wasser. Und ich denke, das ist doch ein heißer Angelplatz. Ja, das ist ein toller Angelplatz. Hier seht ihr nochmal direkt aus der Nähe die Systeme, die wir hier angeln. Schöne, saftige Tauwurmbündel. Obendran, weil wir relativ wenig Strömung haben, eine relativ starke U-Pose, die deutlich vom Grund anhebt. Und um der Kante im Biss auszuweichen, darüber noch eine Mikro-U-Pose, die das Vorfach direkt dann schön fluffig macht und wenn der Wels beißt, deutlich über die Kante abhebt. Ja, das ist doch ein geiles System. Mit der untergehenden Sonne ist die letzte Rute im Wasser. Haben jetzt kurz vor 7, hat auch gut geklappt. 20 Workshop-Teilnehmer, 4 Betreuer vom Black Hat Team. Sauber. Diese Rute jetzt hier vom Andi haben wir auf der anderen Uferseite direkt an der steil abfallenden Kante angeboten. Dann haben wir hier in der Donau noch im Uferbereich ein paar Bojen gesetzt. Und bei dieser weiten Angelentfernung ist es natürlich absolut von Vorteil, mit einer Multirolle zu angeln. Andi kann super bremsen, die ablaufende Schnur. Und wir bekommen keinen Schnurbogen. Wir werden die Rute jetzt noch absenken, dass ohne Probleme andere Angler oder Wassersportler drüber fahren können, dass da nichts passiert. Das ist immer das A und O bei solchen Aktionen, dass man keine anderen Leute da gefährdet, ist vielleicht übertrieben, aber in ihrer eigenen Fischerei beeinträchtigt. Mal hier oben beim Benny und Jürgen im Team angekommen und da riecht es ganz, ganz lecker. Da gehen wir mal runter und zeigen euch mal, weil ja die meisten denken, alle Angeln sind immer so hardcore, da gibt es abends eine kalte Dose Ravioli. Aber was hier auf dem Grill liegt, wir haben Brassen gefangen heute Mittag und die direkt dann gleich jetzt vorbereitet. Ne, schaut mal genau hin, was das ist. Einer meiner Lieblingshechtköder im Winter. Und die gibt es jetzt hier vom Grill, Makrelen. Hast du mitgebracht, oder? Nee, nee. Er und ich. Erzähl was dazu. Wie kommen wir hier zu Makrelen im tiefsten Bayern? Haben Sie die selber gefangen? Nein, natürlich. Donau. Klimawandel. Der Klimawandel macht alles möglich. Ja. So gut kann Welsangeln hier am Donauufer aussehen. Also das hatte ich auch noch nicht. Eine gegrillte Makrele, die war vorhin noch im Salzwasser aktiv und jetzt liegt sie hier im tiefsten Bayern bei uns auf dem Teller. Das kann was. Ach, ich sitze nicht essen. Ja.
Also dann. Moin, moin. Alter, Alter, das war richtig, richtig kalt heute Nacht. Ich wollte eigentlich oben am Damm pennen, auf meiner Liege. Ich habe nicht mal was eingepackt, weil die Wettervorhersage ja wirklich gut war. Aber heute Nacht ist so kalt geworden. Also ich glaube, das war wirklich jetzt die erste Nacht zum Herbst hin nah an der 0 Grad Marke. Es war richtig, richtig kalt. Und dann ging noch so ein kalter Wind oben auf dem Damm. Boah. Jetzt kommt die Sonne langsam raus. Leider hatten wir nirgendwo irgendeine nennenswerte Aktion. Wir hatten ein paar Hopfer, vielleicht von Kleinwelsen oder von Weißfischen an den Wurmbündeln. Aber es war nirgendwo irgendwie ein Wels gelandet worden. Ja. Das ist schon krass. Also bin ich ein bisschen enttäuscht. Vielleicht war es wirklich die Kälte, ja, dass jetzt so der Umschwung kommt. Aber naja, das ist Angeln. Ne? Wir konnten viele verschiedene Systeme testen, durch die Anzahl unserer Teilnehmer hier bei dem Workshop. Aber die Fallen blieben bis jetzt noch ruhig. Na, jetzt werden wir starten. Den nächsten Tag nutzen. Den Jungs ein bisschen aktiv auf den Zahn zu fühlen. Vielleicht haben sie da mehr Bock drauf. Vielleicht haben sie im Moment keine große Aktivitätsphase und fressen nicht richtig, aber lassen sich mit einer aktiven Köderführung vom Boot, mit dem Ballerholz oder mit einem oder beim Vertikalangeln verführen. Probieren wir es aus. Das ist ja ein gutes Omen. Jetzt kriegt man hellwerden einen Biss. War jetzt nicht der Wahnsinnsbiss, aber ein Fehlbiss. Aber sie kommen bei Tageslicht, was es auch immer war. Kurze Zeit später kommt der nächste Biss. Nachts mega, mega kalt und tagsüber ballert jetzt die Sonne auf uns hier runter, hier auf dem Donaudamm in Bayern. Philipp hat es geschafft, der erste Donaufisch ist gelandet, 1,30 Meter, richtig schön fetter Bauch. Hier kommt mal das Bild. Was euch sicherlich am meisten interessiert, ist mal die Erfolgsmontage von Philipp im Detail. Und da habe ich mich jetzt mal neben Philipp gesetzt, damit er euch mal zeigen kann, wie er hier vorgegangen ist und auch zum Erfolg gekommen ist an der Donau. Ja, servus. Und zwar die Erfolgsmontage war das 1,2 mm Monofil vom Black Hat mit der Tornado-U-Pose, die sich dreht bei Strömung. Genau, und wir hängen es mal hier aus. Hängen es mal unten ab. Wie lang ist dein Vorfach? Ja, so 2 Meter, 2,50 Meter im Fluss. Okay, und wie tief hast du
den Köder präsentiert. Der Köder lag auf einer Kante bei 5 Meter. Genau, also seht ihr, 5 Meter Wassertiefe wurde geangelt, 2,5 Meter Vorfachlänge, schön unauffällig und vorne unsere X-Strong-U-Pose, richtiger Wirbelwind in der Farbe Schwarz. Ganz wichtig ist bei der X-Strong-U-Pose, seht ihr ja hier auch, dass zwischen den beiden Gummistoppern eine Hartplastikperle ist, damit die Pose sich schön drehen kann. Und jetzt hier unten wird es ja nochmal richtig spannend bei dir. Ja, hier unten habe ich noch einen Schlauch drauf gemacht, dass das Ganze ein bisschen versteift wird. Unten sitzt ein 2-0-Haken und drüber ein 3-0-Haken. Auf jeder Hakenspitze waren ungefähr so 2 bis 3 Würmer. Und hier ist noch so eine kleine Rassel für einen akustischen Reiz halt für den Wels. Ja, eine coole Sache. Seht ihr, durch den Gummi, den Philipp hier auf den hinteren 2-0er-Drilling geschoben hat, versteift sich das ganze System nochmal im Wasser, streckt sich schön, hilft auch dem Wels, wenn er es ansaugt, dass es ihm ein bisschen entgegenkommt bei dem steifen Mono. Dann hat er hier Press rein noch eine Rassel gesetzt und oben der 3-0er, damit du halt ein schönes großes Bündel erzeugen kannst, was da hinten rüberhängt. Cooles System und vielleicht haben ja heute Nacht die anderen Workshop-Teilnehmer auch noch Glück. Rute, was hast du da verwendet? Black Passion ist das, von der Blackhead-Serie in 3 Meter mit einer Finor. Ist so eine schöne Allround-Rutenlänge, ne? Da kannst du alles mitmachen, spannen, U-Posen angeln. Genau, das sieht ja spannend aus. Auf jeden Fall hier, Jungs, die Erfolgsmontage. Petri. Zu deinem Donaufisch, 1,30 Meter, schöner fetter Bauch, coole Sache. Und wir machen jetzt weiter. Dem praktischen Einsatz am Wasser treffen wir uns natürlich auch mit den Workshop-Teilnehmern immer in so einer Workshop-Area und besprechen mit den Interessenten alle fängigen Montagen für das Angeln hier in Deutschland, aber auch für das Angeln im Ausland. Martin redet gerade, wir schleichen uns da mal jetzt rein, gucken mal, was er macht. Und dann haben wir eigentlich den aufwendigen Teil schon so gut wie fertig. Er zeigt gerade den interessierten Welsanglern, wie die Haarmontage zusammengebaut wird. Mega spannend. Ihr geht mit dem Stab rein. Zeige ich euch jetzt, könnt das komplette Rückenfilet rausziehen durch Drehung. Das ist dann hier drin. Dann shakt er einmal, ist das Rückenfilet draußen. Und dann habt ihr links und rechts von dem Fisch einen Hohlraum. Und in diesen Hohlraum habe ich normalerweise immer diese Schaumstoffe reingeschoben. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt immer welche dabei habe. Aber da war halt das Problem, dass es nicht sehr umweltverträglich ist. Und haben uns Gedanken gemacht und haben jetzt erstmal diese Korksticks auf den Markt gebracht. Die könnt ihr dazu mit reinschieben, weil sonst sagen sie wieder, ja, jetzt haben sie so ein tolles System, aber schieben irgendwelche umweltverschmutzenden Dinge da rein. Nach dem Wallabiss ist ja diese Forelle im Wallamagen oder irgendwo im Wasser abgerissen. Und da wollte ich halt irgendwas dann dazu anbieten, was funktioniert in verschiedenen, also in kleinen Größen, dass ihr auch Brassen aufziehen könnt oder Rotaugen, aber auch für die Forellen, da schiebt man dann nachher 2 rein, zeige ich euch, wie man das am Wasser testet, dass die schön gerade steht. Die muss nur gerade im Wasser stehen,
dann in die Strömung rein, vorne dran die Flügel-U-Pose in der Steine und dann fängt die so im Wasser an zu schwimmen. Und es ist ein Garant, auch nicht nur zum Welsangeln, auch zum Hechtangeln oder für andere Raubfische. Und ich habe mega geil damit am Rhein gefangen. Ich zeige es jetzt erstmal unseren Workshop-Teilnehmern, wie es im Detail funktioniert. Und später zeige ich es euch auch nochmal hier am Donauufer, damit ihr es daheim auch nachmachen könnt. Aber hier, glaube ich, wird es jetzt so hektisch, dass ihr alles genau mitverfolgen könnt. Nach dem theoretischen Teil wurden am Nachmittag wieder alle Montagen der Workshop-Teilnehmer ausgebracht. Ich drehe das hier entlang bis hoch zum Kopf und dabei schneide ich das komplette Rückenfilet an der linken Seite jetzt raus. Drehe den ein bisschen, immer wieder drehen und ziehe ihn jetzt langsam aus dem Fisch wieder raus. Wir haben jetzt hier ein 2 Meter langes Vorfach mit der X-Strong-U-Pose von 10 Gramm, Einzelhaken und der Double-Ghost-Hook. Ich setze jetzt den Einzelhaken der Forelle durchs Maul, aber im umgekehrten Weg. Einen lebenden Köderfisch würdet ihr jetzt hier durch die Oberlippe nach außen anködern. Ich möchte aber, dass mein Fischmaul beim Deadbait komplett geschlossen ist, damit kein Wasser eindringen kann. Deswegen gehe ich mittig durch die Nase durch und durch den Unterkiefer wieder raus. Ihr seht im Wasser, die Forelle steht einwandfrei gerade in der Strömung. Und wenn jetzt Druck drauf kommt vor dieser Flügel-U-Pose, fängt sie richtig schön an zu schlingern in der Strömung. Wir fahren jetzt so weit die Donau raus, bis die Kante abfällt hier von dem Flachwasserbereich. Momentan haben wir hier noch eine Wassertiefe von 2,5 Metern. Und gleich geht richtig abrupt eine ganz scharfe Kante runter. Und dort in dem Bereich vermuten wir die Waller. Hier seht ihr ein bisschen Totholz im Wasser, ein paar Krautfelder. Jetzt geht es noch mal einen kleinen Schwung hoch. Und jetzt kommt gleich die abfallende Kante. Hier seht ihr, wie es runtergeht. Also richtig starke Kante in das alte Flussbett hier der Donau. Und wir versuchen jetzt, unsere aufgepoppte Forelle hier in diesem Bereich abzulegen. Darf man schön zum Grund runter halten, den Stein noch leicht fest, bis wir an die Kante rankommen. Und da wird es abgelegt. Jetzt geht es auf direktem Wege zurück ans Ufer. Wirklich unglaublich, gerade hier beim Auslegen an der Donau, da kommen zwei ganz bekannte Gesichter zu Besuch. Seht ihr sie? Warte mal, wir müssen mal hier rum ein bisschen gehen von der Sonne. Kennt ihr die beiden? Ich kenne sie ganz gut, haben auch einen ganz geilen YouTube-Kanal, angeln viel in Deutschland, zeigen da alles, was so abgeht. Schaut mal bei den Jungs auf dem Kanal vorbei, Adventure Fishing. Habt auf jeden Fall einen Heiden Spaß. Und ich freue mich ganz besonders, dass man sich hier sogar an der Donau am Wasser trifft. Ja, coole Sache. Ich freue mich, wenn ihr da vorbeischaut. Schaut mal vorbei, lasst ein Like da. Das würde ich so nicht behaupten. Ist sehr sympathisch, was die Jungs machen. Die zeigen euch, wie es läuft. Ganz ehrlich, realistisch. Coole Sache. Mir ist der Kanal auf jeden Fall sehr, sehr positiv aufgefallen.
So, die Routen aller Workshop-Teilnehmer sind draußen. Der zweite Abend bricht an. Drückt uns auf jeden Fall die Daumen, dass wir noch einen schönen Donauwaller bekommen. Der Angelsender Nordschwaben lässt sich bei dem Event natürlich auch nicht lumpen. Hier im Hintergrund seht ihr einen Chef. Der ist sehr gut gekleidet. Die Mütze passt nicht so ins Bild, aber grillen kann er wie ein großer. Alle Teilnehmer kriegen jetzt hier noch ein saftiges Steak, einen frischen Kartoffel- und Nudelsalat, also einiges geboten. Das gibt also Tinte auf den Füller für einen dicken Fisch. Schmeckt? Sehr gut, wie immer. Girl, it must be you again. You have gone straight to my head. Take the pills and go to bed, but I'm still hooked on it. You are sacred in a way. I don't know God, but still have faith that he will manifest some way. Einen wunderschönen guten Morgen. Der Workshop ist vorbei hier an der Donau. Die Teilnehmer packen gerade all ihr Tackle wieder ein. Es war diesmal wieder ein mega geiles Wochenende, aber wirklich eine harte Fischerei. Ein Wels kam. Ein paar Hechtattacken hatten wir, aber ansonsten war wirklich Totentanz hier an der wunderschönen Donau. Die Wassertemperatur ist in den letzten zwei Tagen von 17,5 haben wir gestartet, auf jetzt 13,8 heute früh runtergegangen. Also wirklich ein schneller Temperaturfall und auch sehr, sehr kalte Nächte. Darauf will ich es komplett nicht schieben, dass es so eine schwere Fischerei war, oder was heißt eine schwere Fischerei, dass wir so eine relativ schlechte Bissausbeute hatten. Aber wer weiß, diesmal war es halt nicht so einfach, Fisch ans Band zu bekommen. Die Tauwurmmontagen waren morgens nicht abgefressen, das hat mich schon gewundert. Bei uns am Rhein oder so ist ja das Wurmbündel über Nacht, minimiert sich ja, also die Grunde und alles frisst da mit. Hier war alles noch sehr fängig, also man hätte ohne Probleme zwei Tage durchangeln können, ohne die Ruten neu zu setzen. Aber sollte nicht sein. Ja. Ein Wels kam auf die Flügelurpose mit dem Tauwurmbündel, aber alle anderen Köder und alle anderen Ruten der Teilnehmer hier blieben weitgehend unberührt. Das ist Angeln, das gehört dazu und ja, kann man nur daraus lernen und probieren, das nächste Mal mit etwas Glück die ganze Sache besser zu machen. Auf diesem Wege alles Gute für euch, dicke Fische. Das war jetzt der letzte Workshop für 2019. Die Workshop-Termine für 2020 werden in Kürze bekannt gegeben, stehen schon viele Sachen wieder fest. Viele verrückte Projekte sind in der Planung. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder nächstes Jahr irgendwo in Deutschland bei einem Waller-Workshop. Bis dahin, euer Stefan. Ciao, ciao.